Es mutet an wie ein Geisterhaus aus Schnee und Eis. Ursprünglich war dieses Gebäude in Chicago ein historisches Lagerhaus. Anfang der Woche hatte ein Großbrand gewütet. Das Innere des fünfstöckigen Komplexes wurde dabei komplett zerstört. Ich habe durch das Fenster von meiner Terrasse geschaut und sah diesen riesigen orangenen Ball aus Flammen mit Explosionen und dicken schwarzen Wolken. Sowas habe ich noch nie erlebt. Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer unter ihre Kontrolle zu bringen. Durch die frostigen Temperaturen von bis zu minus 45 Grad unter Null gefror das Löschwasser sofort. Nur wenige Stunden später waren die Grundmauern des Lagerhauses mit einer dicken Eisschicht bedeckt. Die extreme Kälte erschwert auch die Suche nach der Brandursache. Das Lagerhaus soll nun wegen Einsturzgefahr abgerissen werden.